Meine Damen und Herren, der österreichische Hof wünscht Ihnen ein frohes, ein glückliches 2014. Zur Neujahrsansprache seiner Majestät darf ich Sie bitten, sich alle zu erheben. Geliebtes Volk, liebe Untertanen, wir, Robert Heinrich I., durch Gottes Gnaden Kaiser von Österreich, müssen jedes Jahr mit Schrecken feststellen, dass das neue Jahr immer mit Enttäuschungen beginnt. Viele nehmen sich vor, dass sie mit dem Rauchen aufhören, manche, dass sie weniger fressen und Leute gern saufen, wollen weniger saufen. Sie wollen sich alle ändern. Das alles nur, um während des Neujahrskonzertes draufzukommen, dass der einzige Unterschied zu gestern ist, na, servus, den Blutzer habe ich gestern aber sicher noch nicht gehabt. Applaus, Herr Verstein. Wer kommt jetzt noch, Seifenstein? Majestät, als erste Audienz im neuen Jahr hätte ich einen Schauspieler anzubieten, dem wohl die Zukunft gehört. Michael Ostrowski. Bei uns ist Exzellenz. Naja, es ist noch Mitternacht und der hat schon was getrunken, na sicher. Das heben wir auf. Ostrowski. Ja? Hallo. Wie geht's der alten Frau, der Sie den Mantel weggenommen haben? Macht sich da keiner Sorgen um die Dame? Sie erholt sich im Krankenhaus. Aha. Wovon? Von einer unabsichtlichen Entführung vielleicht? Elfriede Ott steckte in diesem Mantel. Ah, das ist von der Elfriede Ott, schau. Ja. Und jetzt ist er kalt und er nicht heiß. Ja. Aber ist es nicht so heiß für einen Mantel hier? Das ist absolut richtig. Ja? Zeit abzulegen. Aus, reicht. Die Schärpe. Freut uns, dass er sich so hübsch gemacht hat. Steirische Tracht offensichtlich. Ja. Er ist ein Steirer, oder? Ist er. Ja. Aber ist Ostrowski ein komischer steirischer Name, oder nicht? Es ist witzigerweise die erste Kernölpresse, Ostrowski. Ostropfski eigentlich, wo die ersten oststeirischen Kernöltropfen herausgepresst wurden. Es ist eine lange Geschichte. Das kriegt man mit Alkohol so nicht hin. Das musst du schon wollen. Jederzeit, jederzeit, auch Sie können das jederzeit machen am Sessel, ist überhaupt kein Problem. Ja, und jetzt haben wir seine Achselhüllen auch noch gesehen, es haben. Und das gleich am 1.1. in der Früh. Das ist ja was. 2014 fangen. Was macht der beruflich, Seifenstein? Vieles, Majestät. Herr Ostrowski ist zum Beispiel in Vier Frauen und ein Todesfall zu sehen. Hofbildstelle, bitte! Irgendwann fragst du dich als Koch halt schon, will ich einfach nur Koch sein? Oder will ich was erzählen? Versteht's? Nein. Das ist ganz simpel, ich meine, das ist eine ganz simple Geschichte. Schau, natürlich die ganze Klassik, das ist die Basis, ja. Aber ist es das?
Ist das das? Ist was was? Naja, der Kern. Der Kern von der Geschichte, das Ursprüngliche, die Essenz, wie man sagt. Und da sag ich, radikal denken, zurück zu den Roots. Da haben wir schon angefangen, legen wir Wiesen rein, da, da hinten, da, da, Wiesen, einfach da rein. Dazwischen ziehen wir auf wie Baumstämme als Raumtrenner, verstehst? Zack! Und servieren tun wir nur die heimische Natur. Also sehr vielseitig. Sehr vielseitig. Also Autor, als Schauspieler, Regie macht er auch. Ein bisschen. Und produzieren auch ein bisschen. Und wie macht er das? Dass er dann mit sich selber sagt, pass mal auf, so geht das nicht. So, wenn du dich aufführst, hey, du gib mir das Geld und heute Gosch, ich bin Künstler, so kann ich nicht arbeiten. Verklagt er sich dann selber am Schluss, oder? Ja, langweilig wird man nicht mit mir selber, das ist keine Frage, ja. Ja. Und was für Projekte hat er da zum Beispiel derzeit? Ja, also ich mache zum Beispiel eine Glückssuche gerade. Eine Glückssuche? Ja, eine Doku quasi. Wir begeben uns auf der Suche nach Glück. Und in jeder Folge geht es um Glück in einer bestimmten Form. Wo Leute ihr Glück suchen. Zum Beispiel in der Kunst, im Showbusiness, im Sex, in der Einsamkeit, in Grenzerfahrungen, im Rausch und so weiter. So schauen wir uns das an, das Glück. Im Spiel zum Beispiel. Manch einer in Österreich sagt ja, wenn er in die Hundescheiße einsteigt, er ist ins Glück gestiegen. Aber so weit geht die Suche dann hoffentlich nicht. Ne? So weit gehen wir, ja, wir gehen schon sehr weit. Also ich begebe mich schon selber sehr weit rein in die Suche. Also wo Leute ihr Glück suchen, da gehe ich hin, da schaue ich ein bisschen, was das Schöne ist an den Dingen. Ist das manchmal nicht gefährlich? Ich habe mich zum Beispiel einmal eingraben lassen und das war jetzt nicht sehr angenehm, sagen wir so, weil man dann doch so eine Art Panikattacke kriegt, wenn der Sargdeckel zugeschraubt wird und die Luft ein bisschen wärmer wird. Warte, er hat sich in einen Sarg gelegt, der ist over und dann? Ja, und dann zugemacht worden, weil es geht um Einsamkeit in der Folge. Und sozusagen die letzte Einsamkeit ist eigentlich, wenn du unter der Erde bist und eingraben wirst. Ja, aber was er nicht verstanden hat, da ist man dann tot. Es ist quasi da die ist Vorstufe. Du hast recht. Es ist sozusagen die Zwischen, wer? Die Vorstufe. Wer hat recht? Da hat er recht. Wer? Da hat wer? Du, seine Exzellenz. Wer? Du, eure Exzellenz, haben recht. Er, seine Exzellenz, hat er recht. Seine Exzellenz haben recht. Entschuldige, ich habe ein angeborenes Autoritätsdefizit, deswegen tue ich mir das so schwer, aber ich bemühe mich. Sie. Sie, eure. So, er soll einfach sagen, was er zu sagen hat. Ich vergessen jetzt, wo war ich? Offensichtlich unter der Erde ein bisschen Sauerstoffmangel gewesen. Aber also dort hat, also er hat im Sarg das Glück gesucht. Ja. Und gefunden, auch irgendwo. Ich glaube, das Glück kann man nicht so finden. Man kann es nur suchen. Deswegen heißt ja Herr Ostrowski sucht das Glück, die Serie. Weil wenn ich es finden darf, hätte ich keine Serie machen, sondern eine Predigt oder so. Oder? Haben wir einen Ausschnitt von diesem Herr Ostrowski sucht das Glück? Sehr wohl, Majestät, in dieser Folge sucht Herr Ostrowski das Glück offenbar beim Kämpfen und Sterben. Hofbildstelle, bitte. Hoch, an, Feuer! Jede. I'm a prisoner of war. Yes, you are. Yes. Now you will be in French army. In the French army? Of course. Maybe it's a better army, the French army, because they have red wine and coq au vin. Das ist der Krieg, ein großes Glücksspiel. Weil niemand weiß, wer im Endeffekt überleben wird. Meistens waren es die Generäle, die weiter hinten gestanden sind und nicht das Kanonenfutter. Da drüben radelt einer davon. Wir vergessen laden. Tja, wo wird man das sehen können? Auf dem ausgewählten Kanal ORF 1 am Dienstag. Schau, in der Dienstagnacht. Ja. Ja, schau. Ja. Und wie viele Folgen hat er da jetzt gemacht?
Ja, wir sind gerade dabei, also wir machen 8 und ein Potpourri, wie man sagt. Was kommt da also außer Eingraben und Kämpfen? Also das ist ja Reenactment. Es gibt ja so ein Infanteriekorps, die spielen sozusagen Schlachten nach und das Leben der Soldaten um 1810, napoleonische Zeit, mit wem sage ich das? Und schwere Kämpfe, schwere Auseinandersetzungen. Also ja, das macht man Reenactment. Dann haben wir mit tatsächlichen Berufsspielern Interviews gemacht. Mit, auf einer LAN-Party waren wir, mit 6 haben wir, zwei miteinander schlafen lassen und geschaut, was da passiert. Aber ganz. Das ist aber schon mal gemacht worden, glaube ich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wo das kann war, das gewesen sein? Das hat geheißen, auch irgendwas mit Glück, irgendwas. Ja, wurscht. Das ist einer von den Filmen, die der Seifelstein mir regelmäßig verräumt. Keine Ahnung. Ja. Ja, also. Ja, also im Sex haben wir auch geschaut und mit einem Pornodarsteller haben wir geschaut, wie das ist. Und mit der Tantra-Gabi haben wir gedreht, die macht so Unterricht und. So, jetzt unsere Frage an Sie, Seifelstein, warum sitzt die nicht da, sondern näher? Tantra-Gabi, aufschreiben. Weiter? Das ist ein interessanter Kerl. Ja, ja, was haben wir noch gemacht? Wir waren auf der Rennstrecke am Red Bull Ring, sind wir ein bisschen Grenzerfahrungen nachgegangen mit einem Rennfahrer, wie schnell der fährt. Und mit Bernhard Auinger und seinem Vater, mit dem Gustl Auinger, berühmter Motorradl-Rennfahrer. Was haben wir noch gemacht? Alles, wir haben so viel gemacht, mein Gott. Waren wir Stimmbefreiung, das haben wir gemacht. Wie geht eine Stimmbefreiung? Ja, man geht hin zu einer Stimmtrainerin und schaut, dass man fürs Showbusiness, ist die Folge, die heißt Showbusiness. Aha. Haben wir geschaut, was muss man mitbringen für Erfolg im Showbusiness? Keine Ahnung. Ja, das habe ich mir gedacht, aber es ist ja eine Lehrsendung, was wir da haben eigentlich, ja, für alle. Und du musst dich einmal Stimme befreien lassen, dass die Stimme gut sitzt, dass der wippen, wow. Ja, viel so Sachen haben wir gemacht, Schabernack und traurige Geschichten, viele traurige Geschichten. Gut. Ja, damit, dass wir jetzt nicht noch trauriger werden, Seifenstein, das wird es eh schon sehen. Ne? Vielleicht das Stimmtraining, ja. Die Folge nicht im ORF, sondern der SPÖ verkaufen, gell? Ja, dem Feimann. Vielleicht einmal eine Zeit lang eingraben wegen den Verhandlungen. Gut, also, wir haben uns sehr gefreut, dass er da war. Ostrowski, sehr gefreut, dass er da war. Er darf sich zurückziehen, aber er muss auch einmal ein bisschen brav sein, gell? Absolut.